Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein neues Video. Jo, ein Let's Play, was wirklich sehr, sehr lange vergessen ist schon. Über sehr, sehr viele Jahre. Also so 1900, 90, 92, so kurz nach der Wende. Okay, passt auf, ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf eine neue Abenteuerreise. Also ich stehe jetzt hier schon vor den ersten Wohnhäusern. Allerdings hatte das dort vorne in den letzten Eingang letztes Jahr im Dachstuhl so heftig gebrannt, hier hinten, in dem letzten Eingang. Da waren glaube ich noch eine oder zwei Wohnungen belebt gewesen, also wirklich bewohnt. Der ja, hat da bis schlussendlich er ausziehen musste, halt gelebt. Das werden mit Sicherheit ganz, ganz alte Wohnungen sein. Der Wind ist schon wieder so heftig. Ich hoffe, man hört mich heute klar und deutlich. Das ist gestern bei dem Video so schlecht gewesen. Hier hat man sich so ein bisschen einen kleinen Vorgarten errichtet. Hat man sich dann wahrscheinlich alles so ein bisschen mit Blümchen gestalten und schicki gemacht. So, hier kann man ja schon mal so ein bisschen reingucken. Ja, man sieht nicht viel. Es ist wirklich... Es sind alles Wohnungen aus dem ehemaligen Bergmännern. Also hier haben die Bergmänner mit ihren Familien gelebt. Hier ist noch so ein bisschen Inventar, also ein alter Hänger, da steht noch ein Fahrrad, da ist nur so ein bisschen jo, klein gedönst, sagen wir jetzt mal. Warum ist das jetzt so? Keine Ahnung. Vier Alkoholflaschen, ein Ofen, ein Fahrrad, was wahrscheinlich keiner mehr braucht. Hallo? Also es meldet sich erstmal niemand zu Wort. Das könnte natürlich schon heißen, dass hier keiner weiter drin ist. Da oben sind die Türen. Vielleicht mal sehen. Wir machen erstmal so eine kleine Außenbegehung und schauen uns dann mal ein bisschen um. Also ich werde definitiv keine Dinge machen, die mich in Gefahr bringen, beziehungsweise wo ich mich dran verletzen könnte. Hier unten ist ein Fenster, das ist offen. Da filme ich mal ganz kurz rein. Das sieht aus wie so eine Werkstatt. Schaut euch mal um. Okay. Ja, das hat vielleicht der Bewohner nicht als Wohnung genutzt, sondern ja, hat sich da eine kleine Werkstatt eingerichtet. So, hier hinten sind auch noch Gebäude. Da geht es noch weiter. Also das ist wirklich ein unfassbar. Also das ist wirklich unfassbar. Wie groß diese Siedlung mal war. Man kann es hier so ungefähr sehen. Ja, man sieht es ja so. Okay. So, okay, wir gucken uns jetzt hier erstmal noch weiter so ein bisschen von außen her um. Ich weiß nicht, ich mache hier mal. Das sieht aus wie eine Toilette. Wir machen hier mal eben. Okay, da geht es also ab in den Keller.
Ja, das werde ich mir unbedingt antun, in den Keller zu gehen. Ja, hier haben wir so ein kleines Nebelass. Man sieht es, ne? Es ist voll mit Sperrmüll. Also, ich weiß nicht, mit Bauschutt und ja, hier dönt's. Also, hier liegt auch wirklich alles rum, ja. Hier steht noch eine Mülltonne. So ein bisschen Gerümpel, Kühlschränke, Fernseher. Also das ist wohl dann jetzt auch letztendlich so. Es ist wohl jetzt dann auch letztendlich Tatsache so, dass es hier eine absolute Müllhalde geworden ist, dass dann die Leute aus der Region ihren Müll hier ablagern. Wir gucken mal kurz hier rüber. Hier drüben sieht es nicht besser aus. Also es ist tatsächlich so, ja, Sperrmüllort für alle. So, okay, wir gehen jetzt hier mal rüber. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist so ein Nebelass. Vielleicht eine Scheune oder ja, ich denke mal, das wird vielleicht. Also die haben ja hier früher mit Holzöfen geheizt. Da ist dann die Vermutung, dass das wahrscheinlich mal ein Holzlager oder ein Holzschuppen oder sowas war. Was ähnliches. So, oh, hier sehe ich jetzt meine Freunde. Ja, so wie das eben wirklich zu dieser damaligen Zeit war. Ich hoffe, ihr seht es jetzt auch durch die Sonne. Ja, es ist ein Donnerbalken. Meine lieben Freunde, es ist ein Donnerbalken. Also ich vermute ganz stark, ich weiß es jetzt nicht, ja, hundertprozentig, ich möchte mir ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber in diesen Wohnungen gab es, glaube ich, also meiner Meinung nach, hier haben wir noch so einen Boden, ja, die Treppe sieht jetzt auch nicht gerade vertrauenswürdig aus, also ja, hier drin ist jetzt wahrscheinlich auch, ich habe jetzt auch leider, weil es doch sehr spontan war. Okay, ein Öltank steht da hinten in der Ecke. Ja, hier sind so Fässer. Also es ist wirklich hier Rümpel aus altvergangenen Tagen. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, ich meine, damals, klar, damals war man wahrscheinlich, wenn man hier so eine Wohnung hatte in so einer Siedlung, also ich meine, das müssen ja wirklich auch etliche Wohnungen gewesen sein. Ja, wenn man so eine Wohnung hatte und man ist halt wirklich nur aus der Tür rausgestolpert und ist dann, oder man war dann direkt an seinem Arbeitsplatz. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ja, das war definitiv ein Brennholzlager. Also hier ist wirklich jetzt nur Brennholz drin. Da hinten liegt noch ein bisschen so Brennholz, ja, okay, also das war dann definitiv so der Brennholzspeicher scheinbar. Ich mal kurz hier noch mit rum, so, okay, da geht's nicht weiter. Ja, da oben sehe ich gerade ein offenes Fenster, dort einmal. Das ist in der Räumlichkeit schwarz, also ich vermute, dass es in diesem Zimmer auch schon gebrannt haben muss. So, wir gehen jetzt hier noch mal ein kleines Stückchen. Bis jetzt sieht mich hier noch keiner. Also hier ist auf jeden Fall auch noch ein Trampelpfad. Okay, jetzt sind wir hier. Hier drüben ist die eine feine Scheune. Also die sind wirklich komplett schon eingefallen. Dahinter ist dann auch noch mal dieses Wohngebäude, wo dann auch schon wirklich die kompletten Fensterflüge und so weiter und so fort fehlen. Also das ist dann schon ja, ziemlich screwy. Ja, hier hinten haben wir dann auch noch mal Schuppen gehabt, wo man, ich weiß nicht, die vielleicht auch früher hier Viehzeug hatten, Hühner oder keine Ahnung.
aber das ist auch alles voll mit Sperrgut. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch für euch nicht so interessant. Wir gehen jetzt hier mal noch ein Stückchen auf hin. Gucken hier mal. Also die Gebäude, genau wie die Aufbauten, das ist alles dasselbe. Ja, wie ihr sehen könnt, also was ich euch als erstes gezeigt habe, ist genau derselbe Aufbau. Hier steht er auch nochmal. Hier sieht es halt allerdings nur noch ein bisschen gesünder aus. Also sprich, hier sieht es jetzt nicht aus, als hätte es hier auch schon mal gebrannt. Aber doch da oben in dem Zimmer ist auch schwarz. Also ich vermute, dort wird es auch schon gebrannt haben. Man sieht es da oben vielleicht ein bisschen so durchs Fenster durch. Ja, hier sind dann natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten. Spielzeuge von den früheren Kindern, die hier wahrscheinlich eine echt tolle Kindheit verbracht haben müssen. So, hier drüben sind natürlich dann auch wieder, wie auf der anderen Seite auch schon, die Ställe. Natürlich nicht anders zu erwarten. Voll mit Sperrgut, mit ja, Autoteile kann ich sehen, Farbeimer, Kühlschränke, Teppich und so weiter und so fort. Also es ist nichts irgendwie, ja. Naja, das hat sich wahrscheinlich dann auch so über die Jahre hin hier so angesammelt. So, hier haben wir auch wieder. Was haben wir hier? Jawohl, meine Freunde. Auch wieder ein Donnerbalken. Das sogenannte Plumpsklo. Oha, Junge. Es wird nicht besser. Ja, wie gesagt, inwiefern das hier damals. Aber ich bin der Meinung, also ich hatte ja so ein bisschen auch hier über diese Pragen, sage ich jetzt mal, also sind ja jetzt im Endeffekt Baracken, so ein bisschen gelesen. Und es muss auch, es gibt auch Videos darüber auf YouTube. Oh, was ist denn hier? Okay, das zeige ich euch gleich im Moment. Hier guckt euch mal noch das Fahrrad an. Da steht natürlich noch ein Bike halb in halb, also Hinterrad ist da. Vorderrad fehlt. Jo, verkehrssicher ist es nicht mehr, also deswegen haben sie es wahrscheinlich auch aus dem Verkehr genommen. Nein, Quatsch. So, ich denke mal, hier wird genau dasselbe sein. Sperrmüll über Sperrmüll. Hier vorne rechts wird dann auch gleich wieder der Donnerbalken sein, wie in den anderen Schuppen wahrscheinlich auch. So, Jo, wir können ja hier mal kurz noch reingucken. Zack. Ich zoome mal kurz rein. Ja, das Treppenhaus. Ja, es ist wie gesagt nichts Besonderes mehr. Es war eine Siedlung der alten Bergbauer, die hier mit ja, so besagten Familien gelebt haben. Hier diese Scheune, diese Schuppen dienten damals dann als Werkstätte, Speicher für Brennholz und so weiter und so fort. Ja, was möchte man hier schon großartig zu sagen? Ja, ich meine, also wie gesagt, es hatte auf jeden Fall im vorderen Bereich so gebrannt, dass das Gebäude komplett stillgelegt werden musste. Also sprich, dass der letzte Bewohner, der hinten in dem Gebäude, wo wir als allererstes waren, noch lebte, ausziehen musste, weil das Gebäude scheinbar wirklich
jetzt einsturzgefährdet ist. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, ich kann es nicht sagen. Wir können ja mal kurz hier noch so, also ich hatte eigentlich nicht unbedingt vor, mit euch hier reinzugehen. Hier ist auch noch, wie man so sehen kann, so extrem viel Möbelor. Hallo? Ist hier jemand? Ich möchte hier nichts tun, ich mache hier nur Filmaufnahmen, wenn das okay ist. Können Sie mir mal bitte ein Zeichen geben? Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich hier höre. Auf jeden Fall, es knackt, knarzt und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt auch nicht direkt hier weit rein. Wir gucken uns hier wirklich nur mal so kurz im Flur und so weiter um. Also ich sehe hier gerade auch, es muss zuletzt wohl auch so mit Gas versorgt worden. Wenn man hier jetzt mal guckt, gelb ist ja eigentlich immer der Hinweis für einen Gasanschluss. Also, dass hier natürlich auch ein Gaszähler oder sowas war. Ja, so, dann kann ich euch hier einmal direkt, oha, ich sehe schon, die Decke über mir, ja, also nur mal so ganz kurz angemerkt, wow. Ja, wow, absolut, also irre, total irre. So, dann haben wir natürlich hier so noch ein paar Kleinigkeiten hier in den Raum. Also ich, wie gesagt, ich möchte jetzt hier auch ungern irgendwo rein. Es liegen mega viele Sachen, Privatsachen hier noch von denjenigen, der hier mal lebte. Die komplette Holzdecke, Leute. Die komplette Holzdecke kommt einfach mal runter. Also wirklich, die kommt einfach richtig crazy runter. Ja, alles voll, da liegt noch eine Hose und so weiter und so fort. Also das ist richtig krass. Hier haben wir so einen Sattel, eine Kaffeemaschine, ein Kartoffelnetz. So, ja, halt so Premium-Remoulade und so weiter und so fort. Durch diesen Wind muss hier irgendwas immer wieder auf und zuschlagen. Das hört sich so extrem creepy an. Ich gucke noch mal, ob hier alles safe ist. Okay, alles safe. So, ich wollte eigentlich mal kurz die Zeitung, um einfach mal zu gucken. Die Zeitung ist Tatsache vom 11.12. September 2021. Also, ich kann eins versichern, dass zu dieser Zeit hier niemand mehr lebte. Ja, wir haben hier noch einen Kühlschrank. Übrigens crazy, so ein paar Kleinigkeiten. Da steht noch eine Krücke, da, ja. Also hier hat vielleicht auch hier ein älterer Herr noch zuletzt zum Schluss gelebt, der vielleicht nicht mehr so gut auf Bein war. Okay, ich weiß ja nicht. Ach doch, also es gab dann scheinbar doch tatsächlich auch noch Indoletten. Es ist ja auch alles voll mit Müll. Also ja, hier das Toilettchen, die Fenster sind kaputt, ja, und mal ganz die Schweiche davon, hier liegt noch eine Angelrute, eine alte, das
Scheint so, als war das vielleicht mal eine Küche. Ja, ich habe ein bisschen, hier ist auch noch ganz, ganz viel Müll. Also wirklich ganz, ganz viel. Das ist heftig. Aber ich vermute ganz stark, dass das Tatsache meine Küche war. Da sind noch ein paar Fliesen an der Wand. Ja, raschelnd hier drin. Sowas von extrem. Also, das ist nicht lustig. Es war Tatsache klein. Also, es war wirklich sehr klein. Da sind noch ganz viele alte. Naja, da hinten, ich weiß nicht, auf dem Sofa, ob da vielleicht noch jemand schläft. Ich filme das jetzt hier auch, wie gesagt, nur mal ganz, ganz schnell ab. Okay, so, ich glaube, ich habe auch mehr als genug hier sehen. Also von Räumlichkeiten her war das hier wirklich sehr, sehr klein gehalten. Okay, wir gehen das gleich hier raus. Hier liegen auf jeden Fall so noch ein paar Angelruten rum. Ja, also man hat es wirklich wahrscheinlich schlagartig verlassen. Ich weiß, vielleicht, ja, ich gehe mal stark davon aus, dass man das schlagartig schnell verlassen musste. Also ich meine, man hat ja gerade auch den Zustand des Gebäudes gesehen, ja. Also von innen, ja, sowie von außen. Es ist eigentlich wirklich im Endeffekt nur noch für Bagger geeignet, der hier herkommt und einmal dagegen schubst mit der Schaufel und dann macht es wie so ein Domino Day. Und dann um. Okay, nein, kleines Späßchen. Also es hat mit Sicherheit auch schon schönere Zeiten gegeben, Glanzzeiten, beziehungsweise Zeiten, als die Bergbaubewohner mit ihren Familien die Kinder hier auf dem Hinterhof gespielt haben, untereinander. Ja. Also, es wird ja nun nicht immer so gewesen sein zu der Zeit 1900, als der Schacht noch intakt war, sage ich jetzt mal. Wird das mit Sicherheit hier so ein richtig schönes Wohnen gewesen sein. Also hier stehe ich jetzt noch mal vor der Wohnung, da oben in den zwei Fenstern, da hat, wie gesagt, bis zum letzten Schluck noch jemand gelebt oder gewohnt, das war bewohnt. Da vorne, ganz, ganz vorne, das zeige ich euch noch her, am besten am Ende noch mal. Wir gehen jetzt noch mal hier hinten eine ganz kleine Runde. Aber auch, ich glaube, auch die Gebäude sind vom Zerfall so unbegehbar. Also ich hatte mich ja auch hier natürlich, ne, Sperrmüll ohne Ende. Also es wird mit Sicherheit alles so noch von den damaligen Bewohnern zurückgelassen sein. Ich weiß nicht, ob die das verlassen mussten von jetzt auf gleich oder ob, ja, keine Ahnung. Ihr könnt euch das hier auch mal so ein bisschen mit alles angucken. Also es ist ein Reihenhaus quasi. Entschuldigung. Nach den anderen. Das geht bis da runter. Also ich weiß nicht, wie viele Wohnungen das waren, aber ich gehe jetzt immer mal davon aus, dass immer hier die zwei Fenster jeweils eine Wohnung waren. Ja, dann hatten die hier draußen wahrscheinlich auch ihr Plumpsklo oder vielleicht waren die schon ein bisschen besser angeschlossen und
hatten nicht die Toiletten draußen, sondern hatten die Toiletten drinnen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Wir können hier mal kurz so einen kleinen, wenn ich hier drüber komme, ohne dass ich mich auf die Fresse lege. So. Hier im Flur reingucken, da hängt noch an der Wand eine Jacke, da hinten liegen auch Autoreifen drinne. Reingehen möchte ich eigentlich sehr, sehr ungern. Da drinnen sehe ich noch einen Schrank stehen, so wenn man mal durchs Fenster lunzt. Ja, der Boden ist da auch komplett schon abgefallen, also das ist mit Sicherheit einbruchgefährdet hoch 10. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr alte Gebäude, die längst ihre besten Tage hatten. Also wer da reingeht, also ich meine, ich möchte mich auch jetzt ungern für euch irgendwo in Gefahr bringen. Wir hatten uns hier drüben die eine Anliegerwohnung angesehen. Ich denke mal, gut, die Wohnung, die scheinen wirklich ein bisschen größer zu sein. Hier drüben, das ist von der anderen Seite jetzt. Wir hatten ja vorhin die Scheune von hinten gesehen. Jetzt sehen wir die Scheune hier einmal von vorn. So, ich drehe mich mal wieder rum. Und dann sind wir wieder an den riesengroßen Gebäude. Also die Wohnungen sehen wirklich so aus, als wären die definitiv größer gewesen. Ja, also jetzt von den Räumlichkeiten her definitiv als das, was wir gerade gesehen haben. Aber wie gesagt, es war auch gerade so spooky. Dadurch, dass dort das Sofa war, dann lag da auf dem Sofa, man sieht es ja im Video auch, da lag, glaube ich, eine Decke, Pullover oder ein Kissen oder irgendwas. Dann daneben war eine Einkaufstasche, da jetzt dann im Keller wahrscheinlich. Oder es ging dort mal im Keller. Ja, das sind dann die Außenställe hier, wie gesagt, ich vermute Brennholz, Werkstatt, ähnliches. Keine Ahnung, was da alles. Vielleicht auch Hühner oder Hasen. Ja, früher war das ja nun noch so eine große Geschichte, sage ich jetzt mal, mit den ganzen Viehzeug, was heute ja nicht mehr so, aber außer jetzt natürlich die ältere Generation. Ja, hier geht's, wie gesagt, in dem besagten Keller. Wenn wir uns hier mal die Decke angucken, dann sehen wir, glaube ich, Keller mehr als genug. Strom, Gabel, Kisten hängen komplett runter. Alles zugewildert. Ja, also wie gesagt, ich bringe mich jetzt definitiv nicht in Gefahr, um nur euch, sage ich jetzt mal, die Keller zu zeichnen. Also ich denke mal, in den Keller wird es auch nicht besser aussehen als hier draußen. Ja. Oh, da drüben war jetzt jemand. Das ist not good. So. Ja, also die Wohnung, die Räumlichkeiten hier scheinen Tatsache alle leer zu sein. Hier ist so ein kleiner Trampelpfad. Das ist eigentlich immer so ein Zeichen, dass hier vielleicht jemand hausiert. Jetzt einfach mal hier so die Treppe hoch. Gucke mal, wie sieht's aus? Okay, clean. Also wie gesagt, ich möchte mich jetzt hier auch nicht irgendwie, aber ich werde auch keine Treppen hochgehen. Also hier ist ja auch der komplette Fußboden raus, ja. Man sieht, also hier sind keine Holzdielen da drin, gar nichts. Man wurde, also, oh, Wahnsinn. So, also das hier unten scheint dann eine Wohnung gewesen zu sein, jeweils. Ja, dann da hinten wahrscheinlich, weiß ich nicht, also ich vermute eher, das war das Klo. Ja, dann hat es die hier oben noch mal eine Wohnung wahrscheinlich, voraussichtlich. Ne? So, okay, jetzt sind da drüben Feuerwehrleute.
Ich werde mich jetzt einfach mal ganz normal bewegen, bevor mich jemand anspricht oder sonstiges. Ganz unauffällig durchlaufen, einmal bitte. Okay, so. Jo, jetzt laufe ich mit euch noch mal ganz kurz hier hoch. Zeige euch hier oben dann noch mal so das Wohnhaus, den Block, wie auch immer, wie man es nennen möchte. Also, naja, es waren ja, wie gesagt, es waren Bergbauwohnungen. Hier haben die Bergmänner mit ihren Familien gelebt. Es war mit Sicherheit auch zu der Zeit ein sehr schönes Wohn. Die Kinder konnten hier wahrscheinlich schön spielen. Ich denke mal, wenn man mal so guckt, hier wird auch ganz, ganz wenig Autoverkehr gegeben haben. Ja, also hier sieht es jetzt natürlich auch nicht anders da aus wie da unten, wo wir jetzt gerade lang gelaufen sind. Ja, es ist alles verwildert. Oh, hier wächst hier ein Weihnachtsbaum raus. Ist das nicht ein Ding? So, jo, dann haben wir auf der Seite, genau wie da unten auch, unsere Stelle, unsere Außentoiletten oder wie auch immer. Na gut, obwohl wir haben ja nun auch schon gesehen, dass Toiletten, habe ich jetzt Schritte gehört, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Na gut, es kann auch durch, also es tröppelt hier auch überall das Wasser, aber ich glaube nicht, dass da noch jemand drin ist, also oder reingeht. Also ich meine, wenn ich mal jetzt die Treppe, die ist ja schon, ja, da hinten sehe ich noch Fliesen an der Wand, also, und eine Badewanne, vermute ich ganz stark, dass hier wirklich so gewesen sein muss, dass hier die Leute ihre Toilette, ihr Bad in der Wohnung mit hatten. Ja, natürlich wurde das auch alles mit Kohlen und Holz geheizt hier. Ja, hier sind auch die Fenster schon verbrannt, also hier muss es auch mal schon gebrannt haben. Ja, man sieht das, ihr seht das alles schlechter, dadurch, dass die ganzen Bäume und Büsche und keine Ahnung, was da alles davor ist. Ja, da oben hat man sich dann schon neue Fenster einbauen lassen. Also da muss vielleicht auch Langzeit dann schon, die Kunststofffenster, bin ich der Meinung, dass es die auch erst nach der Wende gegeben hat. Also da sieht es definitiv so aus, als hätte dann auch wirklich einer mit bis zum Schluss gelebt. So, okay, meine Freunde, ich nehme euch jetzt noch mal wieder mit zurück. Das war auf jeden Fall das waren die Wohnhäuser der vergangenen Bergbauer, die dann nach und nach, wahrscheinlich nachdem der Schacht hier bei uns geschlossen hatte, ausgezogen sind, warum auch immer das so weit kommen musste. Ich meine, wie gesagt, Wohnraum kann man nie genug haben, warum man das jetzt hier natürlich auch so extrem lange runterkommen lässt und man wartet eigentlich nur, dass das zerfällt, kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber ja,
So ist es nun mal, leider. Es fehlt halt wirklich scheinbar überall an finanziellen Mitteln. So, auf jeden Fall möchte ich euch jetzt noch mal eben ganz kurz die Brandprage von wo es letztes Jahr richtig lichterloh gebrannt hat. Also da war wirklich der komplette Dachstuhl hat dort gebrannt. Hier außen Umkreis, alles was die an Feuerwehr rangekriegt haben, haben die hierher geholt. Drehleiter hat bei den Löscharbeiten mitgewirkt und geholfen. Ja, was kann man dazu natürlich nun sagen, ja. Wartet mal hier, wir haben hier noch, ich kann euch hier mal noch kurz so ein bisschen das Möbelar zeichnen. Also das ist jetzt, wo wir drinnen waren, auf der anderen Seite allerdings. Also wir waren ja vorhin hinten in dem Gebäude, oder? Genau. Ja, ich möchte jetzt auch ungern reingehen. Wir gehen nur mal so schrittweise, sag ich mal. Ja, da hat dann jemand hier noch seinen Sonnenschirm stehen lassen, ein Hauslatsch. Also man mutet eben wirklich, ne, dass die Leute, die hier gelebt haben, fluchtartig okay. Ja, da hinten sind noch Küchenmöbel, hier sind noch so ein bisschen Flurmöbel. Oh ja, die hatten also Tatsache ihr Bad hier drinnen auch schon. Man sieht es ja, man hat sich das hier alles so ein bisschen hergerichtet. Hier war allerdings kein Ofen mehr. Also hier war Tatsache schon Nachtspeicherofen mit Gas. Man sieht es da unten, der Gasnibbel. Ne? Also man hat hier dann Tatsache letztendlich, oh der Boden, oh, es bewegt sich alles. Man merkt richtig in den Füßen, wie das nachgibt. So, dann war das hier wahrscheinlich einmal das Wohnzimmer. Man hat dann eben wirklich alles so schlagartig schnell verlassen und hat dann, ja, wie soll man dann sagen, ne? Also, ja, gut, Mäusekot ist hier natürlich klar oder ja, vielleicht auch Rattenkot, keine Ahnung. Man hat das dann hier, oh, da hängt sie ja noch die Alufolie runter, hier, die gute Alufolie, nicht Alufolie, sondern die gute Dingsfolie. Jo, das war dann hier wahrscheinlich dieser kleine Küchenbereich, wo man sich dann lecker, schmecker was zum Essen machen konnte. Ja, hier singen. Hinten der Abfluss und jo. Also wirklich relativ klein gehalten halt, ne? So wie das im Frühjahr auch war. Ja, hier kommen wir jetzt zum Bad. Die Toilette, die Badewanne. Also auch relativ alles klein, aber fein gehalten. Hier hat man dann sich so eine kleine Kantine davor gemacht. Da hat man dann so einen kleinen Speicher, wo man dann halt so ein paar Kleinigkeiten auf Reserve. Ja, hier sind dann noch ein paar Schühchen für den Kindern, Rollschuhe. Na, also man hat sich das eben eine uralte Vase im Fenster noch. Hallo, ist hier jemand? Okay. Ich gucke hier mal ganz kurz rein. Nicht, dass mich hier. Oh, oh, ja, das war dann wahrscheinlich das Schlafzimmer. Mal. Ja, man hat hier noch so ein paar Möbel, den ehemaligen Kleiderschrank. Ja, so sieht das dann halt hier einfach aus, ne? Also. Diese Wohnungen mit diesem Inventar jetzt hier so drinne, sag, oder was heißt Inventar, aber mit diesen
Schuhen, Rollschuhen, Erinnerungen halt und so, ne? Das zeigt dann eben scheinbar wirklich, dass die Leute diese Gebäude, diese Wohnung, oh ja, tropft's da Zache durch die Decke, habe ich gerade gekriegt. Also es hat mir jetzt direkt auf den Kopf getropft. So, ich wollte jetzt natürlich mal diese Flasche, ich weiß nicht, also da oben ist auf jeden Fall auch noch so ein Nippel dran. Ich vermute, dass da der Papa am Abend schön Zuckerli gemacht haben wird. Also hier ist auf jeden Fall ein Ofen rum. Hier war definitiv ein Ofen. Also hier drin ist kein Nachtspeicherofen. Ne? Das war jetzt wahrscheinlich nur, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht wirklich nur im Wohnzimmer war, keine Ahnung, dass die da vielleicht wirklich nur einen Raum im Wohnzimmer mit dem Nachtspeicherofen. Wir gehen jetzt hier auch mal direkt raus. Ich denke mal, wir haben jetzt auch zwei verschiedene Wohnungen gesehen. Die Wohnung, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, ne? Die war natürlich relativ groß. Ja, im Gegensatz zu der Wohnung, die wir uns auf der anderen Seite angeguckt haben, muss ich schon sagen, wow, also nicht. Also ich sag mal, so ideal für Kinder und Familien und wie das dann halt wahrscheinlich so damals halt auch war, ne? Oder ja. So, okay, wir sind jetzt hier vorne, wie gesagt, bei den Brandpragen, also da oben, man sieht das halt so schlecht, ne? Hat letztes Jahr, wie gesagt, da oben in dem oberen Stockwerk hat es letztes Jahr lichterloh gebrannt. Die Brandursache ist natürlich unklar. Wen hätte es auch gewundert, wenn die Brandursache klar gewesen wäre? Ja, hier haben sie dann wahrscheinlich die Wohnung beräumt. Also hier ist auf jeden Fall auch alles eingefallen. Hier hat man noch ein bisschen Geschirr, Teller, Tassen, keine Ahnung, Messer und ein Toaster und ein Sandwich-Maker und so was. Ne? Ja. Also ich kann mal ganz kurz so ein bisschen reinzoomen. Da sieht man es. Ich scroll mal nach oben. Da sehen Sie dann auch, wie schwarz das alles ist. Ne? Also da hat es, wie gesagt, lichterloh gebrannt. Ja, und seitdem hat man das dann eben jetzt hier auch abgesperrt. Und seitdem ist aber auch nicht wieder was passiert. So, meine Freunde, das war das kleine, feine Video aus der Bergbausiedlung. Ich bedanke mich für euch, fürs Zuschauen, fürs Mitkommen natürlich. Vergesst bitte nicht, Glöckchen aktivieren für alle Benachrichtigungen. Lasst ein Like da und vielleicht auch einen Kommentar. Würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch. Euer Lost Place Adventure. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.